Der Bahnhofsplatz von Bad Krozingen ist das Herz der Sanierung der Innenstadt. Die Innenstadtsanierung rund um den Bahnhof war erforderlich geworden, weil unser Bahnhof 150 Jahre alt und in alter Struktur dastand. Gebaut vor den Toren der Stadt oder damals des Dorfes, liegt er heute mittendrin und es ist viel Geschäftswelt entstanden. Wir haben auf der Westseite 500 Parkplätze, einen neuen Busbahnhof gebaut, ein Forum und auf der Innenstadtseite wurde jetzt oder wird heute der Bahnhofsplatz in Betrieb genommen und damit die Sanierung abgeschlossen. Die Kosten dieses gesamten Vorhabens liegen bei etwa 6 Millionen Euro, davon der Bahnhofsplatz 1,5 und hinzu kommen private Investitionen im dreifachen Umfang. Insgesamt präsentiert sich der Bahnhof von Bad Krozingen jetzt als das Verkehrszentrum des südlichen Breisgau mit seinen 60.000 Einwohnern. Ein Mittelzentrumsbereich vor den Toren der schönen Stadt Freiburg, mit der wir über den Bahnhof in 15 Minuten verbunden sind.